Ja, wir hatten heute Nachmittag um 14 Uhr einen kleinen Zwischenfall. Uns ist ein Wechselbehälter in 16 Meter Höhe, als wir ihn mit dem Kran hochgehoben haben, einseitig gekippt und ist nur noch auf zwei Zangen gehängt und mussten dann einen Rettungseinsatz fahren. Und dann mussten wir leider kurzfristig den Terminalbetrieb stoppen. Es war nicht ohne Gefahr, oder? Es war sehr gefährlich, aber die super Zusammenarbeit mit der Betriebsfeuerwehr, der ÖBB und unserem Team hat dafür gesorgt, dass alles glimpflich abgegangen ist. Es ist, so wie es aussieht, nichts beschädigt worden und wir können den Betrieb wieder ganz normal fortsetzen. Hat das den Normalverkehr Stau gemacht? Natürlich, wenn man einen Rettungseinsatz auf dem Gleis hat und der Container hing in 16 Meter Höhe, unmittelbar über einem Gleis, dann mussten wir kurzfristig die Gleise sperren. Aber nach zwei Stunden ist jetzt wieder alles in Ordnung. Man hat am Anfang nicht gewusst, genau was da drin war. Das hat ein bisschen gedauert, ja. Wobei wir wissen, dass der Kunde Getränke transportiert. Und wir konnten dann Gott sei Dank den Versender erreichen. Und er hat uns dann informiert, was Sache ist. Die Ladung war auf einer Seite nicht verrutscht, sondern nur auf einer Seite verladen. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass so ein Wechselbehälter zum Kippen anfängt. Mhm. Und dann, wie ist der Plan gelaufen? Bei uns gibt es einen ganz klaren Prozess, der vorgeschrieben ist. Wir haben den Notfallkoordinator informiert und dann ist die Rettungskette losgegangen. Relativ schnell war die Feuerwehr da mit wirklich guten Vorschlägen. Dann haben wir den Kranbetreiber noch als Fachmann dazugeholt und ja, in einer gemeinsamen Teamleistung hat das super funktioniert. Da bin ich echt glücklich. Ich habe es so verstanden, heute war zufällig einen da schnuppern, heute in der Kran da drüber. Ja, richtig. Wir haben natürlich immer wieder Lehrlinge und junge Menschen bei uns. Und ein Lehrling durfte heute das erste Mal in seinem Leben am Kran mitfahren. Und gleich nach 10 Minuten ist ihm das passiert und da war er 2 Stunden da oben eingesperrt. Der wird es sicher auch nie vergessen in seinem Leben. Gerne. Wegen dem Theater, wegen ein paar Flaschen Cola. Ja, so ein Scheiß, ich dreh gerade durch hier.